Es geht gegen die Gesundheit der europäischen Bürger. Much. And next speaker is Mr. Stadler. Vielen Dank, Herr Stadler. Herr Präsident, ich habe heute gegen diesen Kommissionsvorschlag gestimmt, weil er wieder einmal den Vorwurf bestätigt, den man der Europäischen Union macht, dass Großes zu klein geregelt wird und Kleines zu groß, in dem Fall sogar viel zu groß. Es ist eine völlig unnötige Gängelung des Bürgers, eine Einmischung in sein Privatleben, eine Bevormundung, die der Bürger nicht will. Das haben diese 85.000 Stellungnahmen, die im Konsultationsverfahren eingereicht wurden, ganz klar ergeben. Ich möchte auch die Ausführungen der Kollegin Angelilli unterstützen, dass es nur den Schwarzhandel und den Schmuggel begünstigt, aber sonst nichts erreichen wird. Wir werden mit derartigen Regelungen beim Bürger kein Verständnis ernten. Der Bürger mag es nicht, dass er mit einer verordneten Lebensweise ihm vorgeschrieben werden soll, was er zu tun und zu unterlassen hat. Das ist eine vollkommen unnötige Regelung, die Leute draußen ablehnen. Die Europäische Union hat wieder einmal gezeigt, dass sie meilenweit am Bürger vorbei Politik betreibt. Dankeschön. Und der nächste Speaker ist Madame Costello. Frau Costello. Mr. President, Herr Präsident, diese Richtlinie ist das Mindestmaß dessen, was man benötigt, um neue Raucher vom Rauchen abzuhalten. Erst diese Woche wurde ein irischer Bericht herausgegeben, Irland bis zum Jahr 2015.